Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Und wieder mal eine neue Folge, nicht vom Frühstücksfernsehen, weil so sieht es angeblich aus, sondern nein, wir sind hier wieder mal bei einem Kunden in seinen heiligen Räumen, und zwar im Wohnzimmer vom Ingo. Hallo. Hi, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, gern. Wir hatten eine sehr intensive Zeit in den letzten 12 Monaten, haben wir gerade festgestellt. Er hat schon 3 Verstärker in diesen 12 Monaten durch, AV-Verstärker. Was es damit auf sich hat, da kommen wir dann später mal zu. Wir gucken uns das Ganze hier mal in dein Wohnzimmer an, und wie es so schön heißt, die erste Frage ist, dieses Wohnzimmer, was wir jetzt so in einigen Beispielen mal einblenden werden und wo wir auch mal so ein bisschen abwandern werden, ist, wie groß ist das Wohnzimmer? Also das Wohnzimmer hat eine Breite von 5,70 Meter und eine Tiefe von 5 Meter circa. So, wieder mal ein Beispiel. Platz ist überall, groß, klein, gar kein Thema. Man kann sich dort ein riesen Heimkino einrichten. Wann fing das Ganze an? Was habt ihr eigentlich gemacht? Wie ging das los? Also ich weiß, dass wir einen Verstärker mal an dich verkauft haben von Denon. Der nannte sich 2000er. Richtig. Und der wurde dann wie eingesetzt? Ja, ganz einfach. Ich habe letztes Jahr im März Kontakt zu euch aufgenommen über ein Video, weil ich mich mal informieren wollte über ein 5.1-System. Und bin dann auf euch gestoßen und habe mit dem Dennis mal einen Termin gemacht, um mir dann diverse Lautsprechersysteme und auch Verstärker anzuschauen. Und letztendlich ist es dann oder erstmal bei dem 2000er von Denon geblieben mit dem DALI Sensor 5.1-System. Das heißt, es war vorher gar nichts vorhanden als 5.1-System, was war richtig. Nur der normale Fernseher ganz normaler da? Normaler Fernseher. Und da lief und der Ton Stereo, genau. Eine Stereoanlage war da? Ja. Also rechts, links der Lautsprecher? Eine alte noch von Technix. Ah, Technix? Mhm. Ja, ist ja wieder am Kommen, ne? Ist wieder da. Okay. Ja, aber wir bleiben erstmal bei Denon. Okay. Richtig. DALI Sensor gucken wir uns gleich mal an, welche es genau sind. Ja, und dann ging es aber weiter, ne? Weil wir haben uns regelmäßiger dann gesehen. Ja, ne? Ganz genau. Mit Frau auch noch? Richtig, mit meiner Frau zusammen, weil die glücklicherweise das Hobby mit mir teilt und ist auch hellauf begeistert, also kann ich auch nur sagen. Und irgendwie war ich aber mit dem 2000er also schon zufrieden, aber irgendwie kam mir da zu wenig mit der Anlage und habe da mal ganz vorsichtig bei euch angefragt, ob ich nicht diesen eintauschen könnte gegen den 4000er. Ja, und da habt ihr gesagt, ja klar, machen wir, und hatte ich dann erstmal den 4000er. Und was hatte der für dich dann als Mehrwert? Ja, irgendwie mehr Volumen, irgendwie mehr Druck, hatte ich so das Gefühl. Und im Gesamten klang das einfach besser. Du bist jetzt hier in einem Mehrfamilienhaus, ne? Ja. Wir sind also hier in Meerbusch. Meerbusch ist vielleicht nicht ganz so unbekannt. Und in der Nähe von Düsseldorf. Und das Mehrfamilienhaus, was wir hier haben, hat man das auch gemerkt, dass du also eine neue Anlage hast und dass du eine druckvollere Anlage hast? Oder wie hast du das gelöst? Also glücklicherweise bisher noch nicht. Wobei ich dazu sagen muss, durch die Fliesen hier ist das, glaube ich, nicht so extrem, sage ich jetzt mal. Okay, also es ist soweit lässig alles, ist alles in Maßen. Ja, okay. Absolut. Ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen, uns mal ein bisschen rum, was du so gemacht hast, denn das Ganze ging ja dann, weil der dritte Verstärker fehlt ja noch in der Auflistung. Jetzt können natürlich der eine oder andere schon mal raten, was könnte denn das wohl für ein Grund gewesen sein, jetzt nochmal zu wechseln auf den dritten Verstärker. Und dieser Grund hat natürlich wieder mal mit der Zahl 4 zu tun, 4 in Form von zusätzlichen Lautsprechern. Und das schauen wir uns mal als nächstes an. Stehen geblieben sind wir bei den neuen Lautsprechern, 5 waren es, also an der Zahl, 5.1 war es mit dem Verstärker. Da war aber noch der Fernseher geblieben, oder? Wie ist das gewesen? Richtig, ganz genau. Denn im Hintergrund sehen wir jetzt einen Beamer, einen Projektor, und zwar einen weißen HW40. Ein Sony HW40, ja. Wie kam es dazu? Wieder deine Schuld? Wieder meine Schuld, und zwar... ist ja auch mal gut zu hören. Zwar wollten wir hier unser Wohnzimmer neu gestalten, ein bisschen renovieren. Und dann kam uns eigentlich ziemlich schnell der Gedanke, dann könnten wir doch direkt komplett auf eine Leinwand wechseln mit einem Projektor dazu. Weil das schon immer mein Traum war und wir das dann so durchgesetzt haben. Ja, ihr beide habt ja in dem Fall mal den gleichen Strang gezogen, wie ich das mir so habe. Ja, ne? Ist doch so, ne? Ja. So, schöne Grüße an die Frau, die jetzt mal gerade die Kohle nach Hause holen muss, weil sie noch ein bisschen am Arbeiten ist. Aber dieser Beamer dann, der Sony HW40, wurde dann kombiniert mit einer Leinwand. Mhm. Und der Fernseher, den sehe ich hier nirgendwo, ist... Der ist komplett weg, beziehungsweise komplett nicht. Der steht in einem anderen Raum. Ja. Aber da hin und wieder schon mal, wenn wir nur mal kurz Nachrichten uns anschauen wollen oder irgendwie eine kleine Serie, dann gehen wir mal Fernsehen gucken.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt was für Nutzer von dem Gerät? Was wird im Wesentlichen gemacht? Hauptsächlich Kinofilme. Kinofilme, wo kommen die her? Blu-rays bestellt, auch schon mal ein bisschen streamen. Obwohl wir hier in Meerbusch sind, also Meerbusch ist etwas, oh Gott, jetzt kriege ich Ärger wahrscheinlich, ich muss aufpassen, also ist sehr dörflich gelegen, trotzdem haben wir mittlerweile sehr viele hohe Internetzugänge hier, ne? 50.000 habt ihr ja, auch so mittlerweile. Das heißt also, ihr seid nun wirklich nicht abgeschnitten und könnt hier richtig Gas geben mit dem ganzen Thema Streaming. Ganz genau. Ja, genial. So, und wenn wir uns jetzt mal umdrehen, werden wir auch sehen, dass man also ganz konsequent geblieben ist. Komm ruhig rüber. Komm, wir gehen mal beide rüber. Denn er hat sich, oder Sie beide haben sich direkt für eine Rahmenleinwand entschieden. Und zwar eine Grobi-Rahmenleinwand, ne? Jawohl. Was haben wir für eine Größe ungefähr? Die ist 2,63 Meter. 16:9. 16:9, ja. So, und das Ganze war dann so, dass ihr das komplett dann auch renoviert habt. Dann habt ihr euch auch direkt die Farben ausgewählt. Ja, wir sind zum Baumarkt und haben ein bisschen geguckt und die gefielen uns ganz gut und dann haben wir gedacht, oh, das könnte gut aussehen und haben uns dann für diese Farbkombination entschieden. Ja, es muss also nicht immer dunkelblau sein oder rot oder vielleicht schwarz sogar direkt, sondern es kann auch mit einem, was ist es, ein lila Ton ist es, ne? Ja, würde ich mal so sagen, ne? Pflaumen. Pflaume? Ja. Okay. Also ein Pflaumenton würde auch funktionieren und zwar die dunklen Pflaumen sollten es sein. Richtig. Dann wäre es also perfekt. Okay, ja, wenn wir uns jetzt mal weiter umschauen, ihr habt jetzt hier ein Rack hier, war das vorher schon gewesen, das Rack? Oder das haben wir uns dann im habt ihr euch dann auch dazu geholt? Der Renovierung dazu geholt, ja. Wenn ich jetzt mal hier die Anlage sehe, ist also hier, jetzt müssen wir langsam die Katze aus dem Sack lassen, denn es ist jetzt der dritte Verstärker. So ist es, ja. Okay, und das ist jetzt welcher? Das ist der X5200 von Dennen. Und der wurde nicht alleine gekauft? Nein, der wurde nicht alleine gekauft, denn dazu habe ich mir noch 4 Höhenlautsprecher gegönnt. Die du für was benutzt? Für Auro 3D. Ach, es ist so vorhersehbar manchmal. Also ziemlich genial, was? Ja, absolut. Also ich möchte es auch nicht mehr missen. Und, ihr wart doch auch mit bei uns auf der Tour gewesen, ne? Ja, richtig. Ihr wart mit dem Belgien, ne? Wir waren zuerst in Karst bei der Veranstaltung und dann sind wir glücklicherweise auch gezogen worden für die Tour, was absolut super war. Also, und das hat das Ganze so ein bisschen in Wallung gebracht. Gut, okay. Das heißt, gehen wir mal kurz ins Detail. 5200er, dann haben wir hier den die Sensor, den Center dazu und darunter direkt 2 Geräte, die als Zuspieler dienen. Wir haben einmal den Technisat, den ISIO STC, STC sogar. Moment, ich muss ja nochmal genauer hinschauen. Du bist einer der ersten gewesen, der einen STC bekommen hat. Das ist ein SAT-Receiver, der ist in der Lage, eben auch 2 Sendungen natürlich parallel aufzuzeichnen. Der kann auch mit einer externen Festplatte ausgestattet werden. Also das ist schon ziemlich komfortables Ding. Absolut, ne? Da hast du Spaß dran, ne? Ja. Also und hat natürlich dann eben die typische Technisat-Oberfläche, was so das EPG angeht. Er kann sogar von unterwegs aus programmieren, ne, mit der entsprechenden App. Ja. Läuft super zuverlässig, nutzen wir hier auch jeden Tag, wenn es mal notwendig wäre. Ja, und darunter dann der Oppo BDP 103. D wie Dora oder Darby, genau, der also hier nochmal eine Schärfenanhebung hat. Das ist so eine spezielle Detailanpassung. Wird die von euch genutzt? In Kombination mit dem Sony, weil er hat ja noch ein bisschen was. Weniger, weil ich da die Realismusfunktion habe. Okay, und was machen wir beim Streaming? Netflix ist hier drauf, wenn du benutzt? Ja, ab und zu, also eher weniger. Okay, was ist dann das Hauptstreaming-Portal? Apple TV oder Apple so? TV, ich meine, ich habe Apple doch gesehen, ne? Das steht doch dahinter. Ganz ne? Genau. Also Apple TV ist auch da. Ja, das sieht so aus, als ob das so in Zukunft die Zukunft wäre mit dem ganzen Thema Streaming. So, vorne die Sensor, was haben wir? Das sind die Sensor 5, ne? Ja. Genau, die 5er haben wir hier vorne stehen und dann der Subwoofer, der hier auch aus dem Hause Dali ist. Das müsste sein, Christian muss mir zur Not helfen. Welcher ist das? Der 8er, der 12er? Der 12er ist das. Der macht ja schon mal ordentlich Bums und immer noch die Nachbarn in Ruhe gelassen. Immer noch in Ruhe gelassen. Ja, das ist doch cool. Und Stichwort Akustik, klar, wir haben natürlich ein Wohnzimmer, wir werden immer wieder angesprochen, was macht ihr denn mit dem Absorbern und so weiter, aber irgendwo muss das ja auch vermutlich alles noch wohnzimmertauglich sein, auch wenn es auch bunte Absorber gibt und ähnliches. Aber ihr habt ja noch einiges unternommen, ne, was die Akustikoptimierung angeht. Ja, und zwar habe ich das ganze System mit Odyssey Pro einmessen lassen, was meiner Meinung nach absolut zu empfehlen ist. Also warum? Wie würdest du es bezeichnen? Ja, es ist so schwer oder so einfach nicht zu sagen. Also ich finde es einfach, es ist runder. Es klingt alles viel runder als vorher.
Okay, das heißt, du hast einen Vergleich dann nachher gemacht mit Ein- und Ausschalten, genau, sodass man wirklich mal den direkten Unterschied hören kann. Den haben wir gemacht direkt nach der Einmessung und es klang für mich einfach direkt imposanter. Und das bei erhöhter Lautstärke oder normale Zimmerlautstärke? Normale Zimmerlautstärke, ist ja nicht ganz unwichtig jetzt natürlich hier im Wohnzimmerbereich. Ne? Ihr habt jetzt hier Vorhänge, ihr habt aber auch dahinter Rollladen, die könnt ihr alle individuell unterfahren. Richtig, ja. Ja, okay, das ist doch cool, weil tagsüber wird natürlich auch ab und zu mal geguckt, denke ich mal. Ne? Ja, ab und zu schon mal und dann Rollladen einfach runter und ausreichend dunkel, also für die Zwecke reicht das. Zu den Lautsprechern vielleicht noch was. Ihr habt euch die jetzt hier, ähnlich wie bei uns, direkt an die Decke installiert. Mhm. Ja, ausgerichtet, das Ganze habt ihr mit Kabel dann hier verlegt. Das ist also sehr, sehr gut möglich bei den entsprechenden Fasson-Lautsprechern, dass man die hier mit einem Kugelgelenk dann perfekt ausrichten kann. Und wenn wir uns mal die Rückseite anschauen, weil das ist natürlich bei vielen immer die Frage, wie mache ich das denn mit rückwärtigen Lautsprechern, wenn ich mit meinem Sofa ja nun auch mal direkt an der Rückwand dran bin, kann ich das denn lösen? Ich würde sagen, wir schwenken mal rüber, aber man kann es sehr gut lösen. Ja? Also wir haben hier die beiden unteren Lautsprecher auf den Dali-Stands und dann eben oben auch nochmal die zwei oberen Lautsprecher für das Aurosystem, ausgerichtet eben leicht schräg nach unten auf die Hörposition und schon ist man wirklich komplett in diesem Bereich klanglich umhüllt. So ist es, ja. Ich würde sagen, wir schalten das Ganze nochmal an, um mal zu gucken, wie das ganze Bild denn hier aussieht. So, wir haben relativ wenig Fernbedienung. Konkreter sehe ich jetzt momentan zwei. Einmal eine Logitech. Und einmal was da hinten? Und eine Funkfernbedienung für die Licht, für das Licht hier im Raum. Ah ja, das heißt also eine Funksteckdose im Einsatz? So ist es, ja. Könnte man auch noch ergänzen, ne? Mhm. Über den Lightmanager, ne? Das ist von einer Firma, die macht dann Folgendes, da geht das Infrarotsignal, wird dann von der Logitech empfangen und wird dann in ein Funksignal umgewandelt, was dann auf Funksteckdosen, die nach dem Intertechno-Standard arbeiten, genutzt werden kann. Okay. Damit könnte man also die Szene sagen, wenn ich jetzt hier meine mein Film gucke, dann möchte ich auf jeden Fall, dass alle Lampen aus sind. Wenn ich Fußball gucke oder was auch immer im Fernsehen vielleicht läuft, dann lässt man vielleicht noch ein bisschen Licht an. Okay. Wäre noch eine Ergänzung, die so spontan hier gerade zum Thema wird. Gut, dann würde ich sagen, weil mit einer solchen Fernbedienung, zeigst du einfach nochmal selber, kann man was machen alles? Sofort den Beamer mit einschalten, die komplette Anlage eigentlich auf Kinomodus. Dann mach mal irgendwie uns ein Bildchen, dass der Christian mal sehen kann, was er dann so alles hast. Du hast ja einiges abgespeichert, ja, ne? Warst fleißig. Den Kinomodus, dann wird der Blu-ray-Player zusammen mit dem Projektor und dem Verstärker eingeschaltet. Dann habe ich hier zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal Musik hören möchte, habe ich das so programmiert, dass der Verstärker zusammen mit dem Blu-ray-Player eingeschaltet wird und eben die Fernsehfunktion. Das heißt, wir würden uns jetzt gerne mal Fernsehen anschauen, dann drückst du jetzt eine einzige Taste. Ja. Das ist jetzt ein Infrarotsignal, das heißt, alle Geräte sind auch direkt erreichbar. Weil wenn sie nicht erreichbar sind, das heißt, wenn die Geräte vielleicht auch mal in einem Schrank verbaut werden und man möchte nicht jedes Mal die Klappe des Schranks aufmachen, nur um die bedienen zu können, dann gibt es das gute Stück auch mit einer Ergänzung als Funklösung und dann werden die Signale per Funk übertragen und dann innen drin im Schrank wieder per Infrarot weitergeleitet. Also wenn es das Fragen gibt, können wir uns gerne ansprechen. Wir haben das Ganze auch auf Lager, wir können das vorführen, können es natürlich auch programmieren, wenn man nicht die halben Nächte sich da um die Ohren schlagen will. Es geht, es ist also machbar, aber wie gesagt, wir können es auch komplett fertig ausliefern und dann hat man jetzt hier gleich, wie wir sehen, ne, alles live und in Farbe, das Wahnsinns-Nachmittagsprogramm, was wir jetzt hier auf großer Leinwand sehen. Und das dauert jetzt ungefähr noch so eine Minute bis anderthalb, bis dann der Beamer auch dann seine volle Lichtleistung bringt. Und wie man sieht, sieht man auch in relativ hellen Räumen, wir könnten es nur unterhin auch noch wieder aufmachen, dass, die entsprechende Rolllade, hat man schon bereits ein sehr kontrastreiches Bild. Welchen Modus lasst ihr den hier laufen? Im niedrigen oder im hohen? Im Moment im niedrigen Modus. Im niedrigen Modus, ne? Okay, alles klar. Ja, und bei dem Abstand, den wir jetzt hier haben, was war es noch ungefähr? 4,50 Meter ungefähr? Ja, 4,80? Sind 4 Meter, knapp 4 Meter. Knapp 4 Meter. Ja, 4 Meter Abstand, 2,63 Meter Bildbreite, das schafft man mit eigentlich keinem Fernseher so einfach, jedenfalls nicht in dem Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es mal so sehen sollte. Es gibt große Fernseher, die sind dann auch meistens 5- oder sogar 6-stellig. So, und das haben wir natürlich hier überhaupt nicht, was den Spaß angeht. Genau. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, gibt es eigentlich irgendwas, was du noch irgendwie anders haben möchtest? Also so wie es jetzt ist, bin ich eigentlich sehr zufrieden und klar, nach oben geht immer irgendwie. Also das ist ja eine 16:9 Leinwand, die leider nicht maskierbar ist, aber so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden, ja. Dann schalt doch mal um auf den Blu-ray-Player, damit wir das mal demonstrieren, dass es wirklich funktioniert. Das heißt, jetzt werden also, wenn du auf Blu-ray-Player gehst,
dann werden jetzt alle Geräte ausgeschaltet, die nicht mit der Aktion zu tun haben. Also wird der SAT-Receiver ausgeschaltet, Blu-ray-Player wird eingeschaltet, der Verstärker schaltet entsprechend auf den neuen Eingang. Und dann sehen wir hier direkt das Oppo-Signal. Und wir haben mal unsere Festplatte mitgebracht, weil da müssen wir noch ein paar Beispiele mal drauf von Filmen und können das dann unter anderem eben hier auch direkt mit der Fernbedienung hier nutzen. Jetzt machen wir das mal ganz spontan. Hallo Kamera. Wir werden jetzt mal zeigen, was denn wäre, wenn wir jetzt den Raum komplett abdunkeln. Was müssen wir alles machen? Du nimmst die Fernbedienung für die Lampe, ne? Und genau. Ich gehe mal hier vorne hin und suche mal eben die Kordel, damit wir mal hier die Rolllade runterlassen. Ja. So. Und dann haben wir es auch wirklich zappenduster. Ja, die dunkle Wand im Hintergrund macht natürlich auch noch mal einiges aus. Sollen wir mal gucken, ob die Nachbarn schon zu Hause sind? Die sind jetzt, zu Hause. Jetzt, wo das jetzt hier gleich Bumm macht. Die sind zu Hause. Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ja. Und das um 4 Uhr nachmittags im Wohnzimmer. Genau. Was mit der Aromatik? Aromatik wird bei euch wann eingesetzt? Immer, grundsätzlich. Ja? Ja. Also das heißt, bei Filmen, wie das jetzt hier der Fall ist, aber auch bei Musik? Auch bei Musik, ja. Wenn ich mich richtig, wenn ich das so richtig gesehen habe hier mit einem Augenwinkel, dann habt ihr hier so, glaube ich, alles, was mit irgendwie mit Aromatik zu tun hat, habt ihr mit Auro zu tun, habt ihr schon auf Silberscheibe, ne? Ja. Gibt es irgendeinen einen Favoriten bei Auro, so von den Inhalten her? Ja, es ist wie bei vielen anderen, denke ich auch, den Lichtmond. Also die begeistert einen nach wie vor. Also jedes Mal, wenn ich die einlege, bin ich hin und weg. Muss ich und dann mit 3D? Und dann mit 3D, ja. Wo wir gerade über den Technisat-Receiver gesprochen haben. Technisat war ja mit einer der ersten, der WatchMe perfekt, wie wir finden, integriert hat. Ich will das mal zeigen. Ich drücke jetzt mal die Taste Guide. Und dann sieht man, dass man hier seine ganze Senderübersicht hat. Und jetzt kann man eben beispielsweise auch sehen, dass es den Grubi-Kanal gibt. Nämlich jetzt hier in dem Fall auf Platz 34. Also wir kämpfen uns so langsam nach oben. Das kann man nämlich als Anwender selber einstellen, auf welchem Kanal man den Grubi-Kanal sehen möchte. Aber auch die Bild-Zeitung ist dort vertreten. Oder irgendwelche Fußballinformationen kann man sich anschauen, etc. So, was sich dahinter verbirgt, man drückt dann jetzt in dem Fall mal die Taste, die grüne Taste. Dann sehe ich nämlich hier, wo normalerweise dann die Programminformation der jeweiligen Sender ist, sehe ich dann hier beispielsweise alle unsere letzten 30 Videos. Und wenn man sehen möchte, was ist denn da der Inhalt dieses Videos, dann kann man nochmal die Taste Info drücken. Hier sieht man den jeweiligen Text. Ja, und das ist dann natürlich die perfekte Kombination, weil jetzt könnte ich hier durch Knopfdruck einfach sagen, so, jetzt gucken wir uns mal das Video an. Und das läuft dann auch in einer verdammt hohen Qualität, nämlich wir haben es ja in HD hinterlegt. Man braucht jetzt nicht die allerschnellste Internetverbindung, so eine 6er-Leitung reicht vollkommen. Ja, und dann kann man sich eben diese Inhalte auch direkt auf dem Fernseher oder eben auf der großen Leinwand anschauen. Wollte man nochmal in eigener Sache kurz erläutern, nennt sich WatchMe, dieses Portal, und ist eben bei den Technisat-Receivern beispielsweise standardmäßig integriert, muss allerdings einmal aktiviert werden. Ich hoffe, wir konnten ein Wohnzimmer-Heimkino, wie es dieses ist, mal gut rüberbringen, denn dieser Raum ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Wir haben schließlich eine Menge Fenster, allerdings sind die individuell entsprechend abzudunkeln. Das ist sehr wichtig, also nicht nach Möglichkeit immer die gesamte Reihe komplett runterfahren, sondern wenn es geht immer so pro Segment und wenn es geht auch im vorderen Bereich abdunkeln. Ihr habt jetzt eigentlich gar keine Lampen mehr hier großartig, ne? Oder was ist hier? So ist es, ja. Ja, ist so. Nur in den Vitrinen. Nur in den Vitrinen. Und ein paar Kerzen habt ihr noch. Ja, die wir aber selten anmachen. Gut, okay, also überhaupt kein Problem, das alles so zu organisieren und arrangieren. Wir haben schon festgestellt, ihr seid eigentlich wunschlos glücklich. Ja. Es gibt eigentlich nichts mehr, was es so geben soll. Was wird demnächst geguckt hier? Ist ja schon bekannt, was am Wochenende passiert? Oder guckt ihr eigentlich auch mit Freunden und Bekannten schon mal? Oder klopfen die regelmäßig an der Tür und sagen, lass uns doch mal wieder rein? Also hin und wieder mein Nachbar schon mal. Das ist schon mal gut. Zum Fußball gucken. Ja. Ja, was schauen wir als nächstes? Also erstmal fahren wir jetzt in Urlaub, aber danach bestimmt der Hobbit. Die Schlacht der Hobbit. Schon gesehen? Im Kino, ja. Und hat es im Kino gefallen? Also so aus technischer Qualitätsgründen? Aus technischer Sicht absolut top, weil ich habe mir den in HFR angesehen und ich freue mich jetzt aber trotzdem auf die Blu-ray. High Frame Rate heißt das. Das heißt also, der Film ist nicht mit 24 Bildern, sondern mit 48 Bildern aufgenommen worden. Also der dann so ein Ticket hatte oder stand HFR drauf, wusste gar nicht so recht, was ist das eigentlich. Man ist dann in einen Saal gegangen, wo der Film also wirklich mit einer deutlich höheren Bewegungsschärfe gezeigt worden ist. Denn der gute Peter Jackson hat sich eben entschieden, diese Filme nicht mit 24 Bildern, sondern mit 48 Bildern aufzunehmen. Wenn man mal wissen möchte, wie sowas aussieht, ja, dann muss man eigentlich beim Sony, glaube ich, auf den hohen Modus gehen von der
der Motion Flow Funktion. Dann hat man ja, so einen ungefähren Eindruck, ja, wie das dann aussieht. Das ist also unheimlich scharf, unheimlich klar, was sicherlich gerade für die Älteren etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber ihr guckt, in welchem Modus hier? Motion Flow? Mittel, ne? Oder niedrig? Niedrig, ne? Niedrig ist das in dem Fall. Ja, siehst du mal, geht doch. Okay, ich habe noch was mitgebracht, weil ich muss jetzt rausgehen, dann weiß man wieder nichts davon, was ich mitgebracht habe. Wir haben es auch versteckt. Ich gehe jetzt mal ganz schnell raus und hole es und werde es ihm geben, beziehungsweise es wird ihm und seiner Frau hoffentlich gefallen, denn wir haben doch noch tatsächlich diese Decke. Ja, super. Ich glaube nämlich mal, da hatte ich irgendwie mal was gehört, so eine Decke wäre mal was richtig Geiles, auch wenn jetzt schon mal ist, aber das nächste Foto, was ich von euch kriege, möchte ich gerne mit Decke dann haben. Ja, alles klar. Das ist die Grobi-Decke. Ne, ich bin ein Grobi, da passen auch zwei rein. Wo haben wir denn hier den Anfang? Da ist der Anfang. So, bitte sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass wir hier dabei sein konnten. Dank dir, wir bleiben schön, in Kontakt. Ja, gucken, wer der vierte AV-Receiver werden wird. wir schauen einfach mal. So begleiten wir unsere Kunden durchs halbe Leben. Bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Ciao. Tschüss.